aber herzlich, lautet traditionell das Credo britischer Roadster. Donald Healeys Sportwagenkreation, der Austin Healey 3000, treibt dieses Konzept auf die Spitze. Donald Healey war ja echt ein wilder Hund. Pilot bei der Luftwaffe, Rennfahrer, Sieger 1931 bei der legendären Rallye Monte Carlo. Und wenn so ein Typ auf die Idee kommt, sein eigenes Auto zu bauen, kann man davon ausgehen, dass da was Besonderes bei rauskommt. Herzlich willkommen im Austin Healey 3000. Die Verwendung von Großserientechnik des Mutterkonzerns BMC senkt die Produktionskosten. Zum gleichen Preis wie der günstigste Porsche 356 bietet der Healey 1959 mehr als doppelt so viel Leistung. Viel Leistung für wenig Geld, so lässt sich der Healey am besten beschreiben. 150 PS klingt jetzt erstmal nicht so beeindruckend, aber dieser Reihen-Sechszylinder, der liefert einen Drehmoment, das einem wirklich ganz schwindelig wird. Und schon im unteren Drehzahlbereich geht es da vehement zur Sache. Also genau das Richtige für die Rock'n'Roller der 50er und 60er Jahre. Und wer damals an der Ampel nicht einen mindestens 2 Meter langen schwarzen Streifen in den Asphalt gebrannt hat, der hat das Prinzip Healey einfach nicht kapiert. Der Austin Healey ist kein Boulevardcruiser, er ist ein Macho-Roadster für ganze Kerle. Also man muss schon ein bisschen Kraft aufwenden, um dieses Auto zu bedienen, besonders beim Kuppeln und Bremsen. Sind stramme Waden gefragt, aber auch beim Lenken. Das ist so eine Sache, der knorrige Brite mag die Kurven einfach nicht so gerne. Und wenn man da zu sportlich unterwegs ist, da kann es einem schon mal passieren, dass das Heck ausbricht. Insofern ist es kein Wunder, dass man ihm damals den Spitznamen The Pig gegeben hat. Die Sau. Im Motorsport hat der Big Healey gegen die braven Rennlimousinen der 60er Jahre gute Karten. Doch selbst Profis wie Rallye-Pilotin Pat Moss können den leichten und bissigen Roadster im Grenzbereich kaum bändigen. 1960 feierte Pat ihren größten Erfolg. Die kleine Schwester von Formel-1-Legende Stirling Moss holte auf Austin Healey 3000 den Gesamtsieg bei der Rallye Lüttich-Rom-Lüttich, dem härtesten Straßenrennen Europas. Von 1959 bis 1967 wird der Austin Healey 3000 gebaut. Also der Austin Healey hatte ja einige für die damalige Zeit hochmodernen Elemente zu bieten. Zum Beispiel gibt es hier nicht mehr die bei britischen Roadstern sonst üblichen Steckfenster. Nein, hier gibt es eine Kurbel in der Tür. Und wenn man da dreht, kommt hier die Scheibe an der Seite raus. Auch sehr modern, das Klappverdeck. Wenn man das schließt, dann schützt einen nicht nur vor Wind, sondern auch vor Regen. Ganz weit vorne für die damalige Zeit. Was bei dem Auto natürlich sofort ins Auge sticht, das ist diese wunderschöne Zweifarblackierung, die das 50er-Jahre-Design natürlich bestens unterstreicht. Genauso wie die schönen Speichenfelgen mit dem Zentralverschluss. Also im Großen und Ganzen ist dieses Auto ein echter Augenschmaus. Bei diesem Austin Healey 3000 Mark III handelt es sich um die letzte von 1963 bis 67 produzierte Serie. Das klassische Design wurde vom Vorgänger, dem 1952 präsentierten Austin Healey 100, nahezu unverändert übernommen. Feines Connolly-Leder, Kippschalter und chrom umfasste Instrumente im holzgetäfelten Armaturenbrett. Klassisch britisch. Für satte Leistung und spektakulären Sound sorgt der ursprünglich von Morris entworfene BMC C-Series Motor. In seiner letzten 150 PS starken Ausbaustufe schafft der Healey 180 km pro Stunde. Ihn auszureizen ist aber trotz fortschrittlicher Scheibenbremsen an der Vorderachse nichts für schwache Nerven. Also der Austin Healey ist wirklich kein Auto für jedermann, aber zwei Sachen, die nerven tatsächlich. Zum einen die aufrechte Sitzposition, da kommt man sich eher vor wie in einer Pferdekutsche als in einem Sportwagen. Und dann die wahnsinnig geringe Bodenfreiheit. Also da ist jeder Ferrari ein Geländewagen dagegen. Insofern ist es auch kein Wunder, dass Ersatzteile besonders im Auspuffbereich sehr gefragt sind. Ganz klar, der Austin Healey ist ein Typ mit Ecken und Kanten. Ein anachronistisches Urgestein, das nicht bloß gefahren, sondern gebändigt werden will. Und genau darin liegt sein Reiz. Der Motorjournalist Fritz B. Busch schrieb mal über den Healey, er sei Achterbahn, Steilwand und Motorrakete in einem. Und damit hat er absolut recht. Wenn man ihn sportlich fährt,
dann ist der Adrenalinspiegel stets auf Anschlag. Entweder aus Respekt vor der nächsten Kurve oder weil man so glücklich ist, wieder mal eine kritische Situation gemeistert zu haben. Eine echte Macho-Karre und wohl der urigste und britischste Roadster von allen. Insofern definitiv ein Meilenstein der Automobilgeschichte.